Hi und herzlich willkommen zu einer Aufgabe, die so ähnlich wirklich sehr oft im Abitur drankommt. Es geht um eine Aufgabe auf erhöhtem, also auf LK-Niveau, aus dem IQB-Pool 223, diesmal aus dem Hilfsmittelteil. Und wir wollen hier Vektorrechnung anschauen mit Parameter. Solltet ihr drauf haben, nicht nur im Leistungskurs, auch der Grundkurs kriegt mittlerweile Parameter. Und das sind wirklich aus den Abituraufgaben mit die anspruchsvollsten überhaupt. Parameterrechnung in der Vektorrechnung. Wir haben hier eine Pyramide und ihr seht schon, da ist der kleine Parameter schon, der Fiesling. K ist aus dem Intervall von 0 bis 7. Die Klammern sind etwas merkwürdig, achtet darauf, ne, in welche Richtung die geöffnet sind. Da ist jetzt die eine so rum und die andere so rum. Das bedeutet, links ist das Intervall zu, die 0 ist also mit drin. Rechts ist das Intervall offen mit dieser Tackernadel nach außen. Die 7 selber ist also nicht drin. Unser K muss zwischen 0 und 7 sein. Und was machen wir jetzt mit diesem Fiesling K? Der sagt uns, dieser K-Wert, wie genau die Pyramide verläuft. Denn A und B, seht ihr hier, die beiden Punkte, AK und BK, die hängen noch von K ab. Deswegen haben die das kleine K auch unten im Index drin und wir sehen es in ihren Koordinaten. Je nachdem, was K ist, ist hier der Punkt A ein anderer und der Punkt B auch. Die hängen von K ab. C, D und S im Gegensatz dazu, die anderen Eckpunkte der Pyramide, die sind unabhängig von K. Die haben einfach Werte, die immer dieselben sind. So, was sollen wir tun? Die erste Aufgabe ist noch ganz human. Wir sollen begründen, dass die Grundfläche dieser Pyramide, also ich schraffiere uns die hier mal grün, diese hier, dass die immer ein Trapez ist, egal welchen Wert wir für K wählen. Also sagen wir mal, schön strukturiert hier für die Abi-Klausur. Gegeben ist ein Trapez, und zwar das Trapez AK, BK, CD. Und wir sollen zeigen, also ZZ zu zeigen, dass AK, BK, CD wirklich ein Trapez ist für alle Ks. Also ist ein Trapez für alle K-Element von diesem Intervall 0 bis 7. Ja, und da muss man die Eigenschaften von Trapezen kennen. Ich schreibe uns das mal hier oben rein in die Gedankenblase. Was macht so ein Trapez aus? Die können ja ganz unterschiedlich aussehen, ne? Theoretisch ist auch jedes Rechteck ein Trapez und jedes Parallelogramm ist ein Trapez. Wichtig ist nur, vielleicht erkennt ihr die verbindende Eigenschaft, dass wir zwei parallele Seiten haben müssen. Und die, sieht man jetzt auch gleich bei uns in der Skizze, sind natürlich von AK nach BK und von C nach D. Also, das müssen wir wissen hier an der Stelle. Ist aber 8., 9. Klasse, ne? Dieses Geometriewissen. Und wie prüfen wir das? Ich schreibe es mal so auf, wie wir es hier machen könnten. Es braucht fürs Trapez, und das muss hier unsere Idee sein, es braucht ein paralleles Seitenpaar. Also wir brauchen gegenüberliegende Seiten, die parallel sind. Und das könnten wir aus der Skizze entnehmen. Hier wird es AKBK, diese Strecke sein, und CD. Und wie geht es in der Vektorrechnung mit Parallelität? Ganz einfach, man braucht kolineare Vektoren. Also müssen wir die Kolinearität der Vektoren nachweisen. Und das kriegen wir noch ganz easy hin. Da brauchen wir auch keinen Taschenrechner. Denn AKBK kriegen wir, indem wir Ende minus Anfang rechnen. Also 2k plus 2k minus 1, 0. Das wäre BK. Minus, minus, minus. Jetzt kommt AK. Da steht dann 0k minus 1, 0. Und da kommt raus 2k plus 2, 0, 0. Und wir sehen schon, das ist ein Vektor, der verläuft nur entlang der x1-Achse. Der kommt also sozusagen nach vorne im 3D-Koordinatensystem. CD sollte jetzt also das gleiche machen. Da rechnen wir D minus C, Ende minus Anfang. 0, 6, 0 also, minus, minus, minus. C ist 5, 6, 0. Und dann steht da wirklich minus 5, 0, 0. Und dann sehen wir schon, das können wir einmal hinschreiben, beide Vektoren verlaufen parallel zur x1-Achse, also beide Vektoren verlaufen
entlang x1 oder x-Achse können wir auch sagen. Das heißt, sie sind parallel. Also haben wir hier das parallele Seitenpaar, das wir brauchen. Also wissen wir schon, AK, BK, CD ist ein Trapez wie gewünscht. Nächste Aufgabe, und die ist jetzt wirklich interessant. Wir sollen den Wert von K bestimmen, für den die Grundfläche rechteckig ist. Und da hilft uns die Skizze da oben nochmal total, ne? Wo muss ein rechter Winkel sein, damit wir ein Rechteck haben? Könnt ihr euch auch wieder kurzbildlich vorstellen. Wir brauchen überall rechte Winkel beim Rechteck. Und wenn ihr in der Skizze schaut, da hinten von der Pyramide, dann wisst ihr, auf jeden Fall haben wir hier einen rechten Winkel, weil die Strecke CD ist auf jeden Fall nach vorne entlang der X-Achse nur gekommen, das heißt senkrecht zur Y-Achse. Wir haben auf jeden Fall hier schon einen rechten Winkel. Das heißt, was uns fehlt, ist der rechte Winkel hier und der rechte Winkel an der Ecke BK. Aber es wird einer von beiden reichen. Wenn wir an einer Ecke einen rechten Winkel haben, muss der letzte Winkel auch rechtwinklig sein, denn sonst schaffen wir das nicht mit der Winkelsumme im Viereck 360 Grad. Also nehmen wir uns mal die einfachste Option. Ich zeichne uns das nochmal kurz ab. So und so und so und so sah das aus. Hier war AK, hier war BK, hier war C, hier war D. Die rechten Winkel hier und hier sind sicher. Wir suchen uns also jetzt vielleicht einfach mal den Winkel hier bei C aus und sagen, gesucht ist jetzt hier K, sodass AK, BK, CD ein Rechteck ist. Und die Idee muss sein, sobald bei C ein 90 Grad Winkel vorliegt, sind schon alle anderen Winkel 90 Grad groß. Und wir haben das Rechteck AKBKCD, wie wir es wollen. Wie bekommen wir jetzt aber bei C den rechten Winkel? Da muss man ein bisschen sich erinnern an die Orthogonalitätsbedingung. Wenn wir hier einen rechten Winkel haben wollen, dann müssen die aufspannenden Vektoren, ganz, ganz, ganz wichtig in der Vektorrechnung, dass man das weiß, dann müssen die im Skalarprodukt 0 sein. Das heißt, unsere Idee muss hier sein, dass der Winkel aufgespannt von Vektor CD und Vektor CBK ein 90-Grad-Winkel sein muss. Und das wiederum heißt, dass das Skalarprodukt von CD und CBK, also Sternchen dazwischen, gleich 0 sein muss. Das ist die sogenannte Orthogonalitätsbedingung der Vektorrechnung. Und das Skalarprodukt, das können wir uns jetzt ganz einfach bilden. Erstmal nehmen wir die konkreten Vektoren. CD hatten wir ja eben schon, das war hier oben, ne? Minus 5, 0, 0. Das ist schon mal CD. Und dann brauchen wir noch, das müssen wir neu bilden, CBK, also BK minus C. Also, da müssen wir nochmal hochscrollen, dass wir es auch richtig machen. Das hier zum Beispiel war BK. Das hier zum Beispiel ist C abgezogen. Und diese Werte brauchen wir jetzt kombiniert. Also 2k plus 2, k minus 1, 0, minus minus minus, 5, 6, 0. Und das ist minus 5, 0, 0, Sternchen. 2k plus 2 minus 5 wird 2k minus 3, k minus 1 minus 6 wird k minus 7, 0 minus 0 ist natürlich 0. Und wenn da 0 rauskommen soll, haben wir jetzt einen wunderbaren Gleichungsansatz. Da lohnt es sich gar nicht, den Taschenrechner einzusetzen. Das geht schneller so. Man rechnet oben mal oben, Mitte mal Mitte, unten mal unten. Aber weil da jeweils Nullen sind, bleibt nur oben mal oben stehen. Das heißt, das ist unser Ansatz und wir kommen auf minus 10k plus 15 ist gleich 0. Dann holen wir die minus 10k rüber mit plus 10k, kommen auf 15 ist 10k, teilen durch 10. Und wissen, dass unser k 1,5 sein muss. 3 halbe. Also, und das sollten wir auch nochmal hinschreiben in der Situation, damit man auch sieht wirklich, dass wir verstanden haben, was die Lösung unserer Rechnung hier sagt. Also können wir sagen, für k gleich 1,5 ist das Viereck oder das Trapez AK, BK, CD tatsächlich ein Rechteck.
Ja, und so weit, so gut. Das war jetzt alles noch gut machbar. Jetzt kommt's aber. Jetzt kommt eine wirklich schwierige Aufgabe, für die wir unsere Technik in voller Pracht benutzen müssen, um sie lösen zu können. Schauen wir mal rein. Es geht um einen Winkel und um den Wert von k passend zu diesem Winkel. Wir sollen denjenigen Wert von k finden, für den die Größe des Winkels, den die Kante AKS mit der Grundfläche der Pyramide einschließt, 60 Grad beträgt. Richtig, richtig anspruchsvoll und vor allem in der Skizze einfach schlecht zu sehen. Die Kante AKS ist noch easy, die können wir einzeichnen, das ist dieses Stückchen hier. Aber wo genau jetzt der Winkel ist, den diese Kante mit der Bodenfläche einschließt, das ist ein bisschen komplizierter zu sehen bei so 3D-Figuren. Und da würde ich mich nicht auf die Optik verlassen, sondern erstmal natürlich aufschreiben, was gegeben ist, was hier relevant ist. Und dann eine Idee formulieren. Und zwar, dass wir hier den Winkel suchen von einer Kante, also im Prinzip einer Geraden, wenn wir uns die ein bisschen verlängert vorstellen, mit einer Ebene. Und wenn ihr euch das so vorstellt, ihr habt hier die Gerade unendlich lang, ihr habt eine Ebene und dann irgendwo treffen die beiden sich und ihr braucht jetzt den Winkel, in dem diese Gerade auf die Ebene draufstößt, dann könnt ihr euch da immer vorstellen, dass sich auch so ein Halbkreis bilden lässt und ein halber Kreis immer 180 Grad hat. Was bringt uns das? Das bringt uns Folgendes. Wir zeichnen uns noch den normalen Vektor der Ebene ein, und zwar genau da, wo die gerade die Ebene trifft. Und dann seht ihr schon, dass wir ja 180 Grad im Halbkreis haben, also der normalen Vektor hier einen 90 Grad Winkel hat, weil er den halben Kreis genau in der Mitte durchschneidet, und dass unser gesuchter blauer Winkel hier sich zusammen mit dem Winkel, den der normalen Vektor der Ebene einschließt, mit dem Richtungsvektor unserer Geraden zu 90 Grad ergänzt. Das heißt, wir wissen, unser gesuchter Winkel ist letztendlich 90 Grad minus den Winkel, den der normalen Vektor der Ebene einschließt mit dem Richtungsvektor unserer Geraden, hier also mit AK nach S. Und was ist jetzt hier bei uns die Ebene, um die es geht? Naja, die Grundfläche der Pyramide ist natürlich keine ganze Ebene, aber die Ebene, worin diese Grundfläche liegt, ist ganz einfach die Bodenebene, also die XY-Ebene. Und diese Ebene, die hat als normalen Vektor natürlich einen Vektor, der darauf senkrecht steht. Und das ist zum Beispiel ganz einfach gewählt 0, 0, 1, den wir da nehmen könnten. Das heißt, in unserer Formel ist der Vektor n, den wir brauchen, einfach 0, 0, 1. Und AKS können wir bilden. Das ist das Einzige, was wir hier brauchen. Denn gegeben ist ja AK mit 0, K minus 1, 0. Und S mit 006. Und das heißt, mit der Idee, die wir hier hatten, brauchen wir eigentlich nicht viel mehr als AKS. Das bilden wir mit Ende minus Anfang. Also 006 minus 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 0 K minus 1 0. Das ist aber 0 minus K plus 1 6. Und wir wissen ja auch, dieser gesuchte verrückte Neigungswinkel, der uns hier interessiert, wie groß der sein soll, nämlich 60 Grad. Also mit dieser Idee, die wir haben, können wir jetzt nochmal sagen, was eigentlich gesucht ist. Gesucht ist K, sodass der verrückte Winkel 60 Grad ergibt. Also sodass 60 Grad rauskommt bei der Rechnung 90 Grad minus dieser verrückte Winkel zwischen 0, 0, 1 und 0 minus k plus 1, 6. Denn das hier ergibt mit der Idee, die wir gerade hatten, genau den Winkel, den die Kante AKS mit der Bodenebene, also der XY-Ebene, einschließt. Ihr seht schon, so eine Skizze ist wirklich extrem hilfreich. Und noch hilfreicher ist jetzt unsere technische Möglichkeit, die wir haben, weil wir hier ja im Hilfsmittelteil sind. Wir können jetzt nämlich einfach sagen, hey,
So einen Winkel rechnen wir aus mit der Kosinusformel. Das heißt, 60 Grad ist 90 Grad minus Arcus Cosinus, also der Cosinus hoch minus 1. Und dann muss da oben rein das Skalarprodukt der beiden, also Skalarprodukt von 0, 0, 1 und 0 minus k plus 1, 6. Unten muss der Betrag der beiden hin, also die Längenformel. Und dann muss das Ganze auch noch multipliziert werden. Und das kann man jetzt noch ein bisschen vereinfachen. Der Operator war ja berechnen Sie und wir haben ja auch kein Interesse daran, in den Taschenrechner zu viel kompliziertes Zeug einzutippen. Also machen wir noch kurz minus 90 Grad, dann ist hier minus 30 Grad gleich minus Arcus Cosinus. Da oben können wir sagen, Skalarprodukt ist ganz einfach. 0 mal 0 ist 0, plus Mitte mal Mitte ist auch weg, plus unten mal unten bleibt also nur noch eine 6 oben stehen und hier haben wir Länge 1, weil 0, 0, 1 natürlich eine Einheit lang ist. Und dann bleibt nur noch der Betrag, also die Länge von 0 minus k plus 1, 6 hier übrig. Da können wir noch kurz mal minus 1 rechnen, dann haben wir das Minus auch los. Und dann wissen wir, 30 Grad ist Cosinus hoch minus 1, also Arcus Cosinus von 6 durch Betrag 0 minus k plus 1, 6. Und das hauen wir jetzt in unseren Taschenrechner rein. Das heißt, hier nutzen wir jetzt unseren Solve-Befehl und sagen, hey, da kommt jetzt gleich unser k raus, von dem wir übrigens wissen, wichtig, dass es ein Element von 0 bis 7 sein sollte. Und der Taschenrechner, der macht das jetzt für uns. Ich nutze da gerne die TI Inspire KAS-App fürs iPad. Die habe ich nämlich immer dabei, wenn ich mit dem Tablet unterwegs bin. Also auch jetzt. Und ihr seht es nicht genau, aber hier oben, irgendwo da auf dem weißen Papier, deswegen ist es getarnt, habe ich drei Pünktchen. Und wenn ich da draufklicke, ich muss sie nur finden, dann wird mir angeboten, den Split View zu machen. Und das mache ich super gerne im Moment, gerade mit der Taschenrechner-App. Denn, wie man sieht, kann man jetzt gleichzeitig die Taschenrechner-App haben, die TI Inspire KAS-App und meine Notizen. Ich kann also ein Dokument erstellen, zum Beispiel jetzt hier auch gerne ein Notes-Dokument. Und ich muss nicht immer hin und her swipen und gucken, was ich eintippen will, sondern ich kann es einfach jetzt direkt sehen. Dafür setze ich mir eine Mathebox da rein und definiere mir den Vektor. Und zwar den einzigen, den ich noch brauche nach meinen Vereinfachungen. Ich nenne ihn A, definiere den über das Gleichheitszeichen. Dann brauche ich hier so ein dreiteiliges Ding. Sage, ich möchte drei Zeilen und nur eine Spalte. Dann trage ich ein, 0 war die erste Koordinate, minus k plus 1, die zweite. Und unten brauche ich eine 6. Einmal Enter, dann hat er das gespeichert. Und jetzt kommt der Game Changer, der Solve-Befehl. Ich lasse mir jetzt nämlich solven eine Gleichung, die da lautet cos hoch minus 1, zack, von einem fetten Bruch, nämlich 6 durch den Betrag des Vektors, also Norm, so ist das hier abgespeichert, von a. Das Ganze soll gleich 30 Grad sein und ich möchte die Lösung für k haben. So, und das wird erstmal nicht funktionieren, wenn ich jetzt Enter drücke, denn ich habe den klassischen Fehler gemacht und ihn absichtlich eingebaut, damit ihr davor verschont bleibt. Was könnte das Problem nämlich sein? Ich habe hier ja mit Grad gerechnet. Was macht aber der Taschenrechner sehr gerne, sehr oft? Bogenmaß anwenden. Also, das ist auch hier das Problem, werdet ihr gleich sehen, muss ich gucken, dass ich die richtige Einstellung habe. Auf diese drei Pünktchen oben gehe ich dafür. Gehe in die Dokumenteneinstellungen und sehe, ha, Winkel ist natürlich in Bogenmaß gerechnet, aber ich rechne mit Grad, also gehe ich zurück auf Grad, zack, speichere das und jetzt sieht man auch, wie toll das ist in Notes. Wir haben nämlich dadurch, dass ich die Veränderung hier gemacht habe, sofort alles aktualisiert. Der hat sofort gemerkt, hey, jetzt ist es plötzlich Bogenmaß nicht mehr, sondern Gradmaß. Und spuckt mir die ganzen Rechnungen, ohne dass ich irgendwas machen muss, direkt perfekt korrigiert wieder aus. Und wir sehen schon, wir haben hier zwei Lösungen. Also, der Taschenrechner solvt mir das Ganze und sagt, k ist minus 2 Wurzel 3 in Klammern minus 1, also vereinfacht eigentlich minus 2 Wurzel 3 plus 1. Oder aber k könnte auch sein 2 Wurzel 3 plus 1. Welches ist jetzt das richtige K? In der Aufgabe stand ja den Wert und nicht die Werte
von K, für die das klappt. Und da erinnert euch daran, dass K ja auf dem Intervall von 0 bis 7 definiert war. Also in jedem Fall positiv. Ohne auszurechnen, was es konkret ist, weiß ich aber, dass minus 2 Wurzel 3 plus 1 negativ ist, weil Wurzel 3 ist viel zu groß, als dass das hier die 1 ausgleichen könnte. Und dann haben wir hier eine positive Lösung, die es vermutlich sein wird. Wir wollen aber den genauen Wert wissen, also gehen wir nochmal kurz hier rein und sagen, was ist denn das gerundet? Und schwupps, kommt's raus. Gerundet ist es minus 2,5 oder 4,5. Und der einzige der beiden Werte, der passend liegt, ist natürlich der, der gerundet 4,5 ergibt. Der da ist kein Element vom Intervall 0 bis 7. Ja, und damit seht ihr, haben wir es gelöst. Ich wische mal den Taschenrechner wieder weg. Vielen Dank für die Hilfe. Hier sind wir zurück in unserem Dokument und können jetzt noch einen Antwortsatz sagen. Die Frage war ja, für welchen Wert von k dieser verrückte Winkel, den wir suchen, nämlich den zwischen Kante AKS und Grundfläche der Pyramide, für welchen Wert von k der 60 Grad ist? Und jetzt wissen wir, alles klar, der ist 60 Grad für k ungefähr 4,5. Und das hätten wir so ohne die technischen Hilfsmittel kaum schaffen können. Also für k ungefähr 4,5 ist der Winkel zwischen AKS und der Grundfläche, wie gewünscht, 60 Grad groß. Fertig, Punkte mitgenommen und auf in die nächste Aufgabe mit Hilfsmitteln. Schaut mal hier rein, die ist auch super gut, auch IQB. Und wenn ihr Lust habt auf mehr Aufgaben zu Pyramiden mit Parametern, schaut mal da rein, die geht sogar ohne Hilfsmittel. Viel Spaß dabei und bei Fragen schreibt sie immer gern in die Kommentare. Ciao!